Ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt 17, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes, Drucksache 19-4254/48-28. Berichterstatter ist der Abg. Decker, und ich bitte um die Berichterstattung. Frau Präsidentin, ich darf berichten über die Sitzung des Haushaltsausschusses. Die Beschlussempfehlung lautet, der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN bei Enthaltung der SPD, der LINKEN und der FDP den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, das ist die Drucksache 19-5247 und damit in der im Anhang befindlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Vielen Dank. Als Erstes hat sich gemeldet Dr. Arnold, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir behandeln jetzt in zweiter Lesung den Gesetzentwurf zur Änderung des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes. Wir haben in der Sitzung des Haushaltsausschusses ausführlich den Änderungsantrag diskutiert, den wir eingebracht haben, der notwendig wurde, weil die Verwaltungsvorschriften des Bundes uns dort Dinge vorgegeben haben. Wir haben deswegen das Landesprogramm noch einmal um 20 Millionen € erhöht. Wir haben aus diesen Gründen, auch weil jetzt doch 18 der 31 Schulträger Mittel aus dem Bundesprogramm und dem Landesprogramm bekommen, die Zinsregelung für beide Programme angeglichen, also deckungsgleich gemacht. Wir haben auch eine gute Regelung gefunden, um die Trägerneutralität mit Blick auf die Ersatzschulen auch zu gewährleisten. Insofern, mit Blick auf diese ausführliche Diskussion, möchte ich meine Rede zu Protokoll geben und bitte um Zustimmung zu dem Gesetz. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Arnold. Das Wort hat Abg. Warnecke, SPD-Fraktion. Ist das hoch genug? Es geht doch schon. Ach so. Ich habe den zweiten Knopf auch entdeckt. Lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist der Tag auch noch so lang? Der Abend kommt. Jetzt könnte ich den natürlich verlängern und viel dazu sagen, insbesondere dazu sagen, dass wir als Sozialdemokraten sehr schnell herausgefunden haben, dass dieses Programm sich aus zwei Quellen speist. Die erste Quelle ist der Bund, 330 Millionen €, die maßgeblich von der SPD in Berlin durchgesetzt wurden, und ein Komplementärprogramm, liebe Kolleginnen und Kollegen, das von den Kommunen zu tragen ist. Das Ganze wurde im April dieses Jahres auch schon medial publiziert. Auch in unserem Landkreis war klar, dass man gut 12 Millionen € an Mitteln erhalten wird, 9 Millionen € ungefähr vom Bund, und 3 muss die Kommune selber aufbringen. Präsentiert wurde das Ganze aus dem Ministerium. Umso erstaunlicher, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass es dazu keinen Antrag, keinen Gesetzentwurf der Landesregierung gab, sondern der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Was üblich ist, und das ist schon ein bisschen verwunderlich, lieber Herr Dr. Arnold, weil man sich natürlich fragen muss, ob die notwendigen Änderungen, die dann gekommen sind, so ein bisschen weggehalten werden sollten vom Finanzministerium, dann gesagt werden kann, so wie Sie ausgeführt hatten, na ja, die Verwaltungsvereinbarung und die entsprechenden Vorschriften, die dort erwachsen, die konnte ja die Fraktion noch nicht wissen. Oder man kann auch sagen, der Landesfinanzminister, der ja aktiv mitverhandelt hat, hat eigentlich ins Blaue hinein einen entsprechenden Entwurf, der garantiert nicht von den Fraktionen kam, geschrieben. Was ist das Ergebnis der ganzen Angelegenheit? Ich glaube, dass die kluge Debatte, die wir darüber geführt haben, ob man Kommunen, die etwas betuchter sind, besser behandelt als diejenigen, die weniger betucht sind, dass diese Debatte am Ende auch gefruchtet hat. Sie hat in der Anhörung leider keine so große Rolle gespielt, aber sie hat offenkundig bei Ihnen gewirkt. Und nun haben Sie ja auch administrativ als Landesregierung, man muss ja an die nächste Wahl denken, einen Vorteil. Sie haben nämlich bei vielen Kommunen, die aufgrund der Verwaltungsvorgaben nicht mehr in diesem Maße Bundesgeld bekommen, die Chance, mit Landesgeld, wenn auch in nicht so beachtlichem Ausmaß, aufzuwarten.
Das heißt, jetzt gibt es einen richtigen Grund, dass das Land Hessen auch vor der Wahl noch einmal so richtig präsent ist und der Minister sagen kann, Moment mal, da haben wir noch ein bisschen Landesgeld gegeben, und mit diesem bisschen Landesgeld fördern wir mit. Herr Dr. Arnold, Sie lächeln so verschmitzt. Ich weiß nicht, ob das die Intention alleine ist, aber man kann es jedenfalls vermuten. Vermuten auch deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil wer in den Gesetzentwurf hineinschaut und den Gesetzentwurf zu lesen, ist nicht schlecht, und die Änderung auch, der wird Folgendes bemerken. Er wird bemerken, dass dort jetzt die Gesamtsumme um 20 Millionen auf 533 Millionen aufgestockt wurden. Das waren die von Ihnen genannten 20 Millionen. Und dass der kommunale Anteil allerdings gleich bleibt mit 110 Millionen. Aber Moment mal, der Landesanteil wird ja auch zu 25% von den Kommunen bezahlt oder zu 23,35 Millionen. Das heißt, es müssten ja eigentlich 133 Millionen Kommunalgeld da drin stehen. Die stehen ja auch da drin. Nur wird beim Landesanteil, der dort in der Tat formuliert wurde, der Kommunalanteil ein paar Paragraphen später erst erläutert, sodass man die Zahl gar nicht liest. Nicht ganz ohne. Warum ist das nicht ganz ohne? Weil, wenn man mal aufschlüsselt, wie viel nun der Bund, das Land und die Kommunen ohne die Zinsen aufbringen, stellt man fest, dass der Bund 62% aufbringen wird, das Land immerhin 13%, beachtlich, und die Kommunen, die restlichen 25%, ist ja auch logisch, wenn die 25% Anteil tragen. Das erinnert, liebe Kolleginnen und Kollegen, an ganz viele Programme, über die wir hier gesprochen haben. Das erinnert an das Kita-Programm, wo man mit 89 Millionen 2,1 Milliarden schultert. Das erinnert an das viel zitierte Programm, das wir schon diskutiert haben, Schutzschirm. 15 Milliarden werden auf 30 Jahre genommen, 3 zurückgegeben. Das heißt, es sind immer so Geschäfte, wo man sagen muss, da greift man anderen in die Tasche, auch beim Kita, 155 Millionen Zweckbindung. 89 Millionen gibt es frisches Geld, und der Rest ist irgendwie schon vorhanden. Das sind alles Programme, wo man PR-mäßig sagen kann, saugute Leistung, aber wo man sich am Ende fragen muss, ist das das, was wir in der heutigen Zeit und angesichts der Debatte, die heute Morgen auch von Herrn Rock so eröffnet wurde, der Bevölkerung erzählen sollten. Da gibt es ja auch dieses Märchen von dem Kaiser mit den neuen Kleidern. Das könnte man jetzt anführen, dass die Bevölkerung erst allmählich merkt, dass das ja jeweils ein Griff in die eigenen Taschen ist. Man kann auch darüber diskutieren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ob man sich mit fremden Federn schmückt. Auch das kann man diskutieren. Warum sagen Sie nicht ehrlich bei diesem Programm, wir, das Land Hessen, geben nur ein wenig Geld? Ich frage das deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil, und jetzt kommt der eigentliche Punkt, weil wir in der Debatte zweierlei erleben durften. Das eine, was wir erleben durften, ist, dass die Landesregierung zwar unsere Rechnung nicht verstanden hat, aber danach gehandelt hat. Das finden wir gut. Und das Zweite, was wir erlebt haben, ist, dass dann behauptet wurde, ich lese mal vor seitens der GRÜNEN, wenn die Gesamtinvestitionssumme, Bundes- und Landesanteil, das, was die Kommunen tragen, was in die Kommunen hineinfließt, 500 Millionen € beträgt, dann sind das knapp 20%. Das ganze Programm macht doch noch 533 Millionen € aus, und Landes- und Bundesanteil sind jetzt 500 Millionen €. Da fehlen ja glatt 100 Millionen €. Das war die Aussage, und die Aussage von Herrn Minister Dr. Schäfer war bei der letzten Diskussion die gewesen. Nun haben wir die Situation, dass wir etwa 330 Millionen € im Kommunalinvestitionsprogramm 2 vom Bund erhalten mit dem Schwerpunkt Bildungs. Und um das zu machen, hat der Bund eine Initiative im Zuge der Bund-Länder-Finanzbeziehungen eingebracht, extra das Grundgesetz zu ändern und so weiter, war nicht die Idee. Jetzt kommen 330 Millionen €. Am Ende wird daraus eine Gesamtinvestition durch den Teil, den wir als Land nun hinzufügen, von etwas über einer halben Milliarde. Da fehlen ja die 133 Millionen € von den Kommunen. Es ist immer gut, das Protokoll mal nachzulesen. Die Kommunen, die das vor Ort zu tragen haben, die Kommunen, die diese Mittel zu erbringen haben, die kommen da gar nicht vor in dieser Rechnung. Dabei tragen sie mit 25% das Doppelte des Landes. Und diese Haltung, liebe Kolleginnen und Kollegen, angesichts der Tausenden, Abertausenden, die ehrenamtlich jetzt darüber zu entscheiden haben, diese Haltung sollten wir ein bisschen ändern und einfach sagen, das Land bringt auch etwas Geld, man muss sagen etwas Geld, aber maßgeblich tragen es nicht Bund und Land, sondern Bund und Kommune. Und dann kommt das Land. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil ich das hier so deutlich sagen durfte, möchte ich auch das Votum der SPD noch einmal erläutern. Wir sind grundsätzlich für dieses Bundesprogramm, wer wäre auch dagegen? Wir sind auch grundsätzlich für die Änderungen, weil die Ungleichbehandlung nun in der Tat überhaupt niemand erklären konnte. Wir wissen auch bis heute nicht, wer da, woher das auch immer kommt, den Minister geritten hat oder möglicherweise die Fraktionen.
Aber wir sind der Auffassung, dass wenn es ja wohl noch eine Gleichbehandlung geben kann, auch in der Laufzeit zwischen denjenigen, die nicht so viel haben, und denjenigen, die haben. Und wir wollen damit nicht in Abrede stellen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie auch eine Option eröffnet haben, zu sagen, die Kommunen können auch selber entscheiden, wenn sie es von mir aus in 10 Jahren tilgen wollen, sollen sie es in 10 Jahren machen. Das war, glaube ich, auch nie strittig. Insofern ist das Programm hoffentlich ein gutes. Und wir setzen darauf, dass zumindest ein kleiner Teil von den 3,5 Milliarden, die da in Rede stehen, als Investitionsnotwendigkeit in Schulbauten jedenfalls ein kleiner Teil abgearbeitet werden kann, dass der zügig im wahrsten Sinne des Wortes von den Kommunalverwaltungen auch in die entsprechende Bauwirtschaft getragen wird, um an unseren Schulen für bessere Zustände zu sorgen. Ich danke ganz herzlich für das Zuhören. Und es heißt ja auch so schön, je später der Abend, desto spannender die Diskussion, sollte man meinen. Ich hoffe, dass noch etwas beigetragen wird. In diesem Sinne danke schön fürs Zuhören und herzliches Glück auf. Vielen Dank, Kollege Warnecke. Das Wort hat der Abg. Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es hat eine Anhörung gegeben. Diese Anhörung im Haushaltsausschuss hat deutlich gemacht, was wir schon vor der Anhörung befürchtet haben, nämlich dass dieses Programm letztlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Das ein Problem ist, dass die Landesregierung und auch die schwarz-grüne Koalition sich weigern, mal tatsächlich den Investitionsbedarf in den hessischen Schulen zu ermitteln. Den kennen Sie gar nicht, aber Sie setzen ein Programm auf. Und da wir diese Zahlen bisher noch nicht ermittelt haben, schauen wir uns einmal an, was es denn für Zahlen für die gesamte Bundesrepublik gibt. Da gibt es eine hilfreiche Einschätzung des Deutschen Instituts für Urbanistik. Der sieht den Investitionsbedarf im Schulbereich bundesweit bei 33 Milliarden Euro. 33 Milliarden Euro, wenn man das mal so Pi mal Daumen für Hessen runterbricht, dann zeigt es, dass es mindestens einen Investitionsbedarf von 2 bis 3 Milliarden im Schulbereich gibt. Ihr Programm, darauf hat der Kollege Warnecke ja eben auch schon hingewiesen, Ihr Programm bedeutet im Kern, dass Sie diesem Investitionsbedarf überhaupt nicht gerecht werden. Und Sie geben vor allem Bundesmittel weiter, Sie nehmen kommunale Mittel, und der Anteil des Landes ist am Ende erschreckend niedrig. Wir kennen Zahlen auch aus der Landeshauptstadt von Wiesbaden, wo man einen Investitionsbedarf für 300 Millionen Euro sieht. Wir kennen Zahlen von Frankfurt am Main, wo man über 1 Milliarde Investitionsbedarf in die Schulen sieht. Es gibt auch qualitativ organisierte Zahlen, z.B. für den Landkreis Marburg-Biedenkopf. Und all diese Probleme werden Sie mit Ihrem Sonderprogramm, von dem das Land ja eh nur einen Bruchteil trägt, überhaupt nicht lösen. Deswegen glauben wir, dass dieses Programm, das Kommunale Investitionsprogramm II, den Anforderungen und den Herausforderungen nicht genügend ist und dass auch eigentlich einmal Schluss sein muss mit der Tatsache, dass Sie immer einmal, wenn auch vom Bund Geld kommt, Sonderprogramme auflegen, sondern wir müssen uns hier gemeinsam die Frage stellen, wie können wir die Investitionstätigkeiten der Kommunen auch im Schulbereich so ausstatten, dass die Kommunen zukünftig in der Lage sind, ihre Schulen zu sanieren. Worüber wir hier ja noch gar nicht geredet haben, ist, dass wir einen ganz großen Bedarf haben, nicht nur das Bestehende zu sanieren, sondern die Schulen auch fit machen müssen für die Zukunft. Da gibt es neue Bedarfe. Da gibt es steigende Schülerinnen- und Schülerzahlen, und da muss tatsächlich viel mehr im Schulbereich investiert werden. Dazu sagen Sie bisher deutlich zu wenig. Und obwohl in der Anhörung die Vielzahl der Expertinnen und Experten deutlich gemacht hat, wie groß und wie gigantisch dieser Investitionsstau ist, bleiben Sie letztlich dabei, nur mit einer geringen Summe von 75 Millionen Euro Landesmittel die Schulen in Hessen zu fördern. Das feiern Sie kurz vor der Wahl als ein großes Landesprogramm. Das ist es nicht. Darauf ist hier hingewiesen worden. Wir brauchen eine dauerhafte Wir brauchen erstens eine Analyse des Investitionsbedarfs. Wir brauchen zweitens eine dauerhafte Finanzierung der Schulbauten mit Unterstützung des Landes in Partnerschaft mit den Schulträgern. Diesen Anforderungen wird Ihr Gesetzentwurf nicht gerecht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Kollege Schalauske. Das Wort hat der Abg. Frank-Peter Kaufmann. Ja. Auf. Der will gar nicht. Ich wollte Herrn Doktor vorlassen, aber Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie kann man nur wieder so schlecht drauf sein, Kollege Warnecke und Kollege Schalauske? In diesem Land freuen sich alle, und das haben wir von den Kommunalen Spitzenverbänden auch gehört, dass es weitere Mittel gibt, vor allem, dass das Land die Unterstützung des Bundes noch einmal deutlich erhöht und damit sozusagen keine Verlierer, sondern insgesamt überall Gewinner sind. Aber Sie versuchen, der Kollege Warnecke hat ja so viele Zahlen gleichzeitig genannt, dass eigentlich nur noch 4711 gefehlt hat, um die Verwirrung komplett zu machen. Was jetzt wer wem wo aus der Tasche zieht, konnten Sie nicht erläutern. Und auch der Kollege Schalauske wusste nicht so recht, wie er jetzt die bundesweite Zahl des vermeintlichen Bedarfs irgendwie runterrechnet. Ich gehe einmal davon aus, dass wir alle die Bemühungen dahinlegen sollten, dass wir Mittel bereitstellen, um dort Investitionen vorzunehmen. Und niemand hat hier behauptet, es gäbe keinen Investitionsbedarf. Solange das unstrittig ist, ist die Frage völlig akademisch, wie viele Millionen oder gar Milliarden der tatsächlich beträgt. Es macht nur Sinn, sich dafür einzusetzen und anzustrengen, an der Investition zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen. Und genau das tun wir. Und, meine Damen und Herren, das, was wir, damit meine ich die Koalition aus CDU und GRÜNEN, schon mit auch Aktivitäten der Vorgängerregierung, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, gemacht hat und macht gegenüber den hessischen Kommunen, ist ja ein sozusagen Dreiklangakkord. Erster Punkt war, sich mit der Schuldensituation zu befassen. Da gab es den Schutzschirm, und da gibt es jetzt die Hessenkasse, sodass sowohl die Investitionskredite als auch die Kassenkredite zurückgeführt werden können. Das Schutzschirmprogramm läuft schon eine Weile, ist sehr erfolgreich, wie wir wissen, und auch die Hessenkasse, da bin ich fest davon überzeugt, wird ein Erfolgsmodell. Das Zweite war die Neuorganisation des Kommunalen Finanzausgleichs, der auch die beiden Teile hat, nämlich zum einen die Bedarfsdeckung entsprechend der Vorgaben auf des Staatsgerichtshofs und zum Zweiten, das immer gern mal vergessen wird, der Stabilitätsansatz, der nämlich darüber hinaus dann auch weiterhin sicherstellt, dass unsere Kommunen an der wirtschaftlichen Entwicklung und damit an der Geldverteilung teilnehmen. Der dritte Punkt sind die Investitionsprogramme. Wir hatten das KIP I und wir haben jetzt das KIP II, indem wir das durch Gesetzesänderung damit einbeziehen. Meine Damen und Herren, sage doch einmal jemand, wer in der Vergangenheit oder wer in welchem anderen Bundesland so viel für die Kommunen tut wie die Hessische Koalition, die die Möglichkeiten, die die Steuereinnahmen geben, auch voll ausnutzt, um hier zu helfen. Meine Damen und Herren, zweiter Punkt, es ist darauf Bezug genommen worden, auf die Anhörungsfrage. Ja, wir haben eine Anhörung gemacht, und wir haben aus der Anhörung, und das müsste doch im Parlament eigentlich alle erfreuen, wir haben aus der Anhörung Sachen mitgenommen und umgesetzt. Nämlich zum einen die Frage, wie lange sollen wir Fristen geben für die Abzahlung? Kollege Warnecke, Sie lächeln so freundlich. Wenn Sie immer, naja, er lächelt nicht immer freundlich, weil gelegentlich schreibt er Pressemitteilungen. Und da steht dann z.B. folgender Satz zu diesem Thema drin. Ich zitiere: Der Versuch der Regierungskoalition von CDU und GRÜNEN, die armen Kommunen zu bestrafen, konnte verhindert werden. So viel Selbstüberschätzung, verehrter Kollege Warnecke, erlebe ich selten. Mal abgesehen davon, wenn Sie so kommen, heißt das doch nur, Sie wollen eigentlich gar nicht, dass wir als Regierungsmehrheit auf Anhörungen eingehen. Wir haben nämlich das, was uns gesagt wurde, verarbeitet, und ich finde, das ist besser. Und wenn Sie dann meinen, das sei eine sozusagen Ihr Einsatz hätte verhindert, dass wir die Armen schröpfen und es den Reichen geben, dann ist das vielleicht ein Fasnachtsscherz, aber keine ernst gemeinte Aussage zur Sache. Meine Damen und Herren, die zweite Entscheidung kam im Wesentlichen ja durch die Einwände diverser Träger von freien oder nicht öffentlichen Schulen, dass wir die Träger
Neutralität noch deutlicher gemacht haben und dabei auch die Transparenz sichergestellt haben, indem wir nämlich einheitliche Kriterien für die Bewertung der Projekte vorgegeben haben und am Ende eine auch in öffentlicher Debatte zu findende Endentscheidung von der Vertretungskörperschaft des jeweiligen Schulträgers, also von den Parlamenten in den Städten oder von den Kreistagen. Das halten wir für ausgesprochen richtig. Und wie gut wir gearbeitet haben, war ja bisher deutlich. Das hat der Vorsitzende ja bei seiner Berichterstattung uns auch klar machen können, nach dem Motto, es ist ja niemand dagegen. Dann frage ich mich, warum reden Sie also so viel negatives Zeug und sagen nicht, alle freuen sich, es gibt wieder einen weiteren Schub zugunsten der hessischen Kommunen, und dafür sorgt diese Landesregierung. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kaufmann. Das Wort hat der Abg. Jörg Uwe Hahn, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zur ersten Lesung, die wohl am 20. März dieses Jahres hier in diesem Hause stattgefunden hat, habe ich schon für die FDP-Fraktion sagen können. Punkt 1, Investitionen in die Bildungsorte sind wichtig und richtig. Punkt 2, leider haben die Schwarzen und die Grünen einen entsprechenden Änderungsantrag zum Haushalt 2017, den die FDP-Fraktion gestellt hat, über ein Schulsanierungsprogramm in Höhe von Hessen-Mitteln 100 Millionen € abgelehnt. Und drittens, das Marketing des Finanzministeriums für 55 Millionen € Landesmittel schien uns damals und heute immer noch ein bisschen überzogen. Daran hat sich nichts geändert. Daran hat sich nichts geändert. Provoziere mich nicht, lieber Walter. Es ist jetzt immerhin schon 19.20 Uhr, und ich denke jetzt nicht an Tiere, die man ja auch theoretisch in Debatten des Haushalts in Hessen einführen könnte. Und trotzdem, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind wir sehr dankbar darüber, dass die Mehrheit in diesem Hause kapiert hat, dass man den Gesetzentwurf, so wie er in erster Lesung eingebracht worden ist, nicht in zweiter und möglicherweise dritter Lesung, nicht dritter Lesung, zweiter Lesung beschließt. Es sind die eine und andere Änderung von den Koalitionsfraktionen vorgelegt worden. Und eine, da will ich schon ein bisschen selbstbewusster, als ich das sonst bin, sagen. Da gibt es noch Luft nach oben. Lieber Herr Finanzminister, wir werden das die nächsten Monate mal austesten, ob es da noch Luft nach oben gibt. Nein, jetzt wieder zum Ernst der Sache zurück. Wir sind schon sehr froh darüber, dass das Thema mit den Schulen in freier Trägerschaft aufgenommen bzw. geändert worden ist. Es war ja drin gewesen, aber es ist geändert worden. Die Formulierung, die ursprünglich gefunden wurde, hat jedenfalls die Möglichkeit den Kommunen gegeben, die Schulen in freier Trägerschaft links liegen zu lassen. Das wollen wir nicht. Wir haben dafür gekämpft, gemeinsam mit Montessori, gemeinsam mit dem Landesverband der trägerfreier Schulen und, dass eine gleichberechtigte Behandlung stattfindet. Dass eine gleiche, ja, ich will es flapsig formulieren, dass die Anträge, egal ob nun staatliche Schule oder ob nun Schule aus freier Trägerschaft, auf einen und denselben Haufen gelegt wird und nicht auf zwei verschiedene Haufen. Das ist mit der Lösung jetzt gefunden worden. Wir sind ein bisschen unzufrieden darüber. Wir hätten es lieber in einem anderen gesetzlichen Rahmen hinterlegt. Aber bitte, die Koalition sagt, es soll nun über das Ersatzschulfinanzierungsgesetz gelöst werden. Der zweitbeste Weg, aber immerhin noch viel, viel besser als der andere. Deshalb lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gerade 3 Minuten, und es werden 10 Sekunden sein, gesprochen. Wir werden uns enthalten, weil Geld für Bildung ist klug. 100 Millionen € eigenes Landesgeld wäre noch klüger, aber wenigstens ist es einigermaßen gerecht verteilt. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Finanzminister Dr. Thomas Schäfer. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich muss mich zunächst entschuldigen. Ich habe leider keine Rede, die ich zu Protokoll geben könnte. Deshalb werde ich mich auf einige wenige Bemerkungen beschränken.
Ich habe ein unterschiedliches Maß an der Fähigkeit der Landesregierung, in Übereinstimmung mit den Redebeiträgen der Fraktionen treten zu können, festgestellt. Ich will das aber im Einzelnen jetzt nicht ausdiskutieren, weil ich glaube, wir haben im Ausschuss gemeinschaftlich mit einer unterschiedlichen Bereitschaft, zu 100% Lösungen zuzustimmen, einen gemeinsamen Weg gefunden, von dem ich hoffe, dass das Haus ihn weitgehend gemeinschaftlich tragen kann. Ich glaube, je schneller wir dazu kommen, jetzt zu beschließen, desto schneller können auch die Maßnahmen begonnen werden. Damit will ich mit meiner Redezeit einen Beitrag leisten. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes seine Zustimmung gibt in zweiter Lesung, den bitte ich um das Handzeichen. SPD, BÜNDNIS 90, Entschuldigung, CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? Das übrige Haus. Damit ist der Gesetzentwurf einstimmig angenommen und zum Gesetz erhoben worden. Bevor wir zum nächsten Punkt kommen, noch eine technische Durchsage. Da ja ursprünglich mal geplant war, dass das etwas länger werden kann heute Abend, hat sich das Catering, Mannschaft, Unternehmen etwas vorbereitet. Ich bitte also alle, die noch gewichtsmäßig gesund und munter sind, doch etwas zuzugreifen. Nicht, dass das Zeug am Schluss stehen bleibt. Und wir haben hier noch einige, die noch ein bisschen zunehmen können. Deshalb meine herzliche Bitte, das davon auch Gebrauch zu machen. Der Finanzminister ist und auch der Staatssekretär Weinmeister sind ausgenommen, aber alle anderen sind herzlich eingeladen, noch einmal zuzugreifen. So, meine Damen und Herren, ich stehe gar nicht die Unruhe und die Stimmung hier.